Hallo, heute gibt es drei Bücher rund um die Literatur. Das heißt, es geht bei diesen Büchern um das Schriftstellerdasein und oder den Literaturbetrieb. Ich habe mir für dieses Video drei unterschiedliche Bücher herausgesucht. Zum einen ein Theaterstück von Anton Tschechow, Die Möwe, und zwei Romane, Das geheime Leben des Monsieur Pic von David von Kinos und Die Flecken des Leoparden von Christopher Jansma. Ich werde auch in dieser Reihenfolge über die Bücher sprechen. Das heißt, wir beginnen mit Die Möwe von Anton Tschechow. Es wurde 1896 verfasst und es spielt in Russland auf einem Landsitz, wo sich verschiedene Gäste zusammengefunden haben. Ich werde an dieser Stelle nur auf vier Figuren unter diesen Gästen eingehen und ich werde sie der Einfachheit halber bis auf eine Ausnahme mit Vornamen benennen. Da ist die Schauspielerin Irina und auch ihr Sohn, ein junger Mann namens Konstantin und ein sehr guter Freund der Schauspielerin Irina namens Boris Trigorin, der außerdem ein sehr erfolgreicher Schriftsteller ist und mit im Bunde ist auch Nina, die Geliebte von Konstantin. Konstantin will unbedingt Schriftsteller werden. Er hat auch ein Theaterstück geschrieben. Dieses Stück soll auf diesem Landsitz im Garten auch aufgeführt werden, und zwar mit Nina, seiner Geliebten, in der Hauptrolle. Das ist eigentlich auch die einzige Rolle in dem Stück, was auch sehr gut passt, denn Nina strebt eine Karriere als Schauspielerin an. Das Stück, das Konstantin geschrieben hat, ist für die Zeit sehr neu, sehr abstrakt und ungewöhnlich. Und das hat Konstantin auch beabsichtigt, denn er ist gelangweilt vom zeitgenössischen Theater. In seinen Augen ist es immer dasselbe, jedes Mal, und besteht auch nur aus Routinen und Vorurteilen. Das Feedback zu seinem Stück bekommt er auch unmittelbar während der Aufführung. Vor allem seine Mutter macht bissige und abwertende Bemerkungen und letztlich wird die Aufführung dann auch abgebrochen. Sie spielen es nicht zu Ende. Konstantin hat sehr unter den Nörgeleien und der Kritik seiner Mutter zu leiden und es macht es für ihn auch nicht viel besser, dass ständig der erfolgreiche Schriftsteller Trigorin ihm vor Augen gehalten wird. Es kriselt aber nicht nur zwischen Konstantin und seiner Mutter, auch mit Nina, seiner Geliebten, wird es immer schwieriger, denn sie fühlt sich immer mehr zu dem Schriftsteller Trigorin hingezogen. Die Stimmung auf dem Landsitz ist also irgendwann nicht mehr ganz so berauschend und so beschließen Irina und auch Trigorin vorzeitig abzureisen. Nina schließt sich ihnen an. Es wird 2 Jahre dauern, bis Konstantin und Irina sich wiedersehen und am Ende wünscht man sich eigentlich, dass das nie geschehen wäre. In diesem Stück geht es um zweierlei. Einerseits geht es um die Liebe und generell zwischenmenschliche Beziehungen. Auch bei den Figuren, auf die ich nicht eingegangen bin, deutet sich einiges an. Und andererseits geht es auch um die Schriftstellerei und um die Kunst. Was die Schriftstellerei anbelangt, erfahren wir hier Konstantins Gedanken über das zeitgenössische Theater, wie bereits erwähnt. Es geht aber natürlich auch um sein Ziel, eine neue Form zu schaffen. Auch Trigorin berichtet und beichtet sehr interessant und sehr ausführlich über die Schriftstellerei. Kurz gesagt, geht es hier um die Sichtweisen auf die Kunst und es geht um den Blick auf die anderen, auf die Kollegen und es geht natürlich auch um die Selbsteinschätzung der Künstler und ihrer Leistungen. Ich fand es sehr schön zu sehen, wie unterschiedlich die Schriftstellerei sich entwickelt, mit welchen Zielen man das verfolgt, wie unterschiedlich auch Erfolg definiert wird. Gefiel mir. Es geht weiter mit Das geheime Leben des Monsieur Pic von David von Kinos. Delphine ist Lektorin. Sie arbeitet und lebt in Paris zusammen mit ihrem Freund, einem erfolglosen Schriftsteller. Die zwei besuchen Delphines Eltern in einem kleinen Dorf in der Bretagne. Dort erzählen Delphines Eltern den beiden von der Bibliothek der abgelehnten Manuskripte. Es ist also eine Bibliothek für Bücher, die geschrieben, von Verlagen aber abgelehnt, folglich nie veröffentlicht wurden. Diese Bibliothek ist mittlerweile so gut wie in Vergessenheit geraten, befindet sich aber ganz in der Nähe. Und so machen sich Delphine und ihr Freund auf,
fahren dorthin, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Beim Durchsehen entdecken sie aber ein Manuskript, das durchaus Potenzial hat. Es wurde geschrieben von einem Mann auch aus dieser Gegend, einem Pizzabäcker, der allerdings verstorben ist, und zwar Monsieur Pic. Delphine hat einen guten Riecher schon immer gehabt und sie glaubt auch an den Erfolg dieses Buches und will es unbedingt publizieren. Und so sucht sie, begleitet von ihrem Freund, erst einmal die Witwe Pic auf und später auch noch andere, denn von der Witwe Pic erfahren sie umgehend, dass Monsieur Pic seinen Lebtag nie gelesen, geschweige denn jemals irgendetwas geschrieben habe. Es stellt sich also die Frage, wer dieses Buch geschrieben hat oder ob es doch Monsieur Pic war, im Geheimen. Delphine versucht also, dieses Rätsel zu lösen und von da an nimmt alles Mögliche eigentlich so seinen Lauf. Denn es bleibt auch nicht alles nur innerhalb dieser Gemeinde. Als Delphine später erstmal verlagsintern das abgelehnte oder wiedergefundene Manuskript präsentiert, ist auch das Interesse und die Neugier in Paris geweckt. Und das bekommen die Dorfbewohner durchaus zu spüren. Und das hat Fouin Kinos hier, finde ich, alles sehr, sehr schön miteinander verwoben. Wir lesen hier also nicht nur über das Buch und über das Rätsel, sondern auch um ganz verschiedene Beziehungsgeflechte, die sich dadurch oder deswegen erst entwickeln. In diesem Buch bekommen wir auf eine sehr unterhaltsame Art einen Einblick in den Literaturbetrieb und auch in das Verlagswesen, das durchaus nicht unrealistisch ist, meine ich. Mit einem leicht satirischen Hauch folgen wir hier Pics Roman von der Wiederentdeckung bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus. Und wie das Ganze hier erzählt wird, ist einfach unverkennbar vor den Kinos. Hätte man mir dieses Buch zu lesen gegeben, ohne das Cover, ich hätte sofort erkannt, dass es Fouin Kinos geschrieben hat. Ich mag seine Art, ich mag seinen Humor, ich mag seine Ironie mit diesem Fouin Kinoschen Augenzwinkern. Das gefällt mir einfach sehr. Und auch hier hat er das wieder wunderbar hinbekommen. Es ist ein sehr unterhaltsames Buch. Es ist sehr leicht und angenehm zu lesen. Und auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die eine schöne Unterhaltung suchen. Nicht nur, aber vor allen Dingen auch für diejenigen, die ein heiteres und amüsantes Buch über die Buchbranche lesen wollen. Mir hat es sehr gut gefallen. Das dritte Buch, das ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte, ist Die Flecken des Leoparden von Christopher Jansma. Es ist nicht leicht, dieses Buch zusammenzufassen. Ich werde natürlich etwas über den Inhalt sagen, aber sehr vieles auch weglassen. Denn das, was dieses Buch ausmacht, ist, wie es mit dem Leser spielt und was es mit dem Leser macht. Es geht hier um den Ich-Erzähler, der Schriftsteller werden möchte. In der Uni lernt er Julian, einen Kommilitonen, kennen, der ebenfalls Schriftsteller werden möchte. Die beiden freunden sich an und die Freundschaft hält auch nach der Uni noch weiter an. Es ist eine innige, aber gleichfalls auch sehr komplizierte Freundschaft. Denn obwohl sie sich gegenseitig unterstützen und sich helfen und immer füreinander da sind, stehen sie auch immer im Wettkampf miteinander. Beide sind talentiert, der eine vielleicht etwas mehr als der andere, und sie sind beide sehr ehrgeizig. Und so spielen eben Konkurrenz, Eifersucht, Neid und auch Misstrauen eine große Rolle in ihrer Freundschaft. Es gibt hier außerdem noch eine weitere Figur, eine Frau. Sie ist eine sehr gute Freundin von Julian aus Kindheits-Jugendtagen und wird auch sehr bald eine unvergessliche Liebe des Ich-Erzählers. Und auch ihr Verhältnis ist nicht besonders leicht. In diesem Buch lesen wir unter anderem auch die Geschichten, die der Ich-Erzähler schreibt. In diesen Geschichten tauchen diese Frau und auch Julian immer wieder mal auf. Sie fließen ein als fiktive Figuren und deswegen sind die Geschichten, die der Ich-Erzähler schreibt und die wir hier lesen, sehr interessant und auch sehr relevant. Sie ergänzen die Geschichte, die der Ich-Erzähler uns hier eigentlich erzählt, und zwar sein Leben und die Arbeit und die Mühsal als Schriftsteller. Die Zweifel,
die er hat, an sich, an seinem Können und auch an dem möglichen Erfolg. Der ständige Vergleich und dieser Konkurrenzkampf mit seinem Freund Julian macht es ihm nicht unbedingt leichter. Die Suche nach der Geschichte führt den Ich-Erzähler um die halbe Welt. USA als Ausgangspunkt reist er nach Europa, nach Afrika und nach Asien. Ungefähr bei der Mitte des Buches kommt der Punkt, wo man sich als Leser fragt, was man zuvor eigentlich alles gelesen hat. Man fängt automatisch an nachzudenken. Das Buch bringt einen einfach dazu. Man sieht vieles mit anderen Augen und mehr oder minder das ganze Bild wandelt sich. Und das fand ich richtig, richtig gut. Mir hat das Buch einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Gerade ab der Hälfte hat es nochmal so an Fahrt aufgenommen. Ach, ich habe es genossen, richtig genossen, mich als Leser auf eine so faszinierende und spannende Art und Weise ausgeliefert zu fühlen. Ich mag das nicht unbedingt, aber Jansma hat das auf so eine raffinierte und auf eine sehr schöne Art und Weise gemacht, dass ich einfach irgendwann dachte, okay, Jansma, mach mit meinem Kopf und mit meinen Gedanken, was du willst, und ich mache einfach mit. Und ja, ich fand's gut. Ich höre jetzt auf. Das waren die drei Bücher, die ich euch dieses Mal zu diesem Thema zeigen wollte. Lasst mich natürlich gerne wieder in den Kommentaren wissen, ob ihr eins, zwei oder alle drei dieser Bücher gelesen habt, was ihr über sie denkt, ob euch irgendeines dieser Bücher angesprochen hat und alles, was euch sonst noch so zu diesem Thema einfällt. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage bis bald.